Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit euch. Ich begrüße euch alle, ihr lieben Gläubigen von Neu-St. Anna und ihr lieben Gäste, die ihr euch heute hier eingefunden habt, von Herzen in dieser Feierstunde, wo diese Kirche ihr 100 in Asche. 1866 begann man dann, den Plan, den man immer schon in diesen Jahren hegte, durchzuführen und ein neues Gotteshaus zu bauen. Am 29. November 1868, also vor 130 Jahren, konnte dann die weihende Hand des geistlichen Meisterjahres bis jetzt sein, dieses Gotteshaus entstehen und aus diesem festlichen Anlass habt ihr die Kirche ein neues Gewand angelegt. Ich danke allen, die mitgeholfen haben, Spenden, den Gästen von Ausland, von Deutschland, von Österreich, von Kanada, von USA, die mitgeholfen haben. Ich danke besonders den Gläubigen von Deutschland, dass die Kirche diese schöne Gewand angelegt haben.
Neuhagard, St. Martin, Glogowatz, die sind ja aus dieser Art der Gegend im Ruf, dass sie ein Herz für die Kirche haben. Ich wünsche euch, dass ihr dieses für die Kirche flammende Herz an die kommenden Generationen weitergeht, so wie eure Ahnen euch dies hinterlassen haben. Gott segne euch.
Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute bei dir einkehren. Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. Als die Leute das sahen, wurden sie unwillig und sagten, bei einem Sünder ist er zu Gast. Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte, Herr, sieh doch, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemand zu viel gefordert habe, erstatte ich es ihm vierfach zurück. Sagt er dem Kind, in diesem Brot
steckt die ganze Liebe Gottes zu uns Menschen drin. Denk daran, wer gebrochen ist. Und in dieser Feststunde möchte ich auf den Tabernakel zeigen und sagen, und auch hier steckt die ganze Liebe Gottes zu uns Menschen drin. Hier im Tabernakel, in der Brustgestalt verborgen ist der Herr für uns. Denken wir sonntags daran. Und kommt weiter die Messe gerne am Sonntag zum heiligen Messopfer. Es ist das größte Opfer, das wir haben. Der Herr selbst kommt in der Brustgestalt verborgen zu uns. Ja, in Wahrheit. Hier steckt die ganze Liebe Gottes zu uns Menschen drin. Das Zweite. Hier in der Kirche werden unsere Gemüter, unser Inneres himmelwärts gehoben und hört von dort die Stimme Gottes für den Alltag. Wie dankbar müssen wir Gott sein, dass er uns die Kirche geschenkt hat, dass durch die Menschwerdung Christi die christliche Botschaft auf dieser Erde in der Kirche verkündet wird. Unsere Gemüter werden himmelwärts gehoben. Wir hören die Botschaft Gottes und lernen so zu denken und mit den Augen zu sehen, mit denen Gott uns sieht. Wie dankbar müssen wir sein für alle Lehre, die wir von hier Sonntag für Sonntag nach Hause nehmen, für die heiligen Sakramente, für die vielen guten Beispiele. Was wir von unseren Ahnen ererbt haben, Familien, Städte der Liebe und der Güte. Ein jedes Familienglied soll dazu beitragen, dass es schließlich jeden Tag schöner dort wird, dass alle sich wohlfühlen, dass alle eine Heimat in der Familie haben. Wie schwer ist das Leben für jemanden, der diese Heimat nicht hat, der müde von der Arbeit nach Hause kommt und zu Hause ist Zank, Hader, Streit. Und dies ist schon ein schönes Beispiel geben für demokratische Gesinnung. Ich meine damit, dass es in der Welt so ist, und vor allem in der christlichen Welt, dass der Unterschied zwischen Reich und Armen in der Kirche verschwindet. Ich las in einer der Monographien von Neusanthana, ich habe mehrere durchgelesen in diesen Tagen, in einem steht dieses, draußen sind schon manchmal Hader und Streit zwischen den Pfarrern, als Bischof dieser Sese, dass ihr diese demokratische Gesinnung hier in der Kirche aufrechterhält und den Geist der Bruderliebe tätigt. Wir sind ja alle letzten Endes Brüder, aber im Laufe der Zeit ist der eine reicher, der andere ärger geworden. In der Kirche soll man das nicht merken. Der Reiche soll demütig bleiben. Der Arme soll froh sein, dass dieser Geist der Bruderliebe herrscht, wie bei den ersten Christen, von denen es geheißen hat, sie waren ein Herz und eine Seele. Da zählt es nicht, schreibt einer unserer Heimatschriftsteller, ob einer 70 Jock fällt und 5 Pferde hat oder ob er nur 8 Jock fällt und nur ein paar Kühe hat. Da sind alle Glieder des eingekleideten Volkes. Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes.